Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch meinen Lesemonat des ersten Monats Januar mit euch durchgehen. Ich möchte euch zeigen, welche Bücher ich im Januar gelesen habe, welches vielleicht Highlights für mich waren, welches aber auch eher Flops waren. Denn ich muss sagen, es waren leider ein, zwei Flops dabei, die mich wirklich sehr traurig stimmen, weil ich die Bücher doch gerne mögen wollte. Aber dazu mehr, wenn ich zu den Büchern komme. Ihr wisst, dass ich die Bücher in der Regel einfach willkürlich vorstelle. Aber lustigerweise lag jetzt gerade oben auf meinem Stapel auch das erste Buch, das ich im Januar gelesen habe, mit dem ich in das Jahr 2023 gestartet bin. Und das war die Inheritance Games, eine mörderische Mission, eine Erbin im Fadenkreuz, ein riskantes Spiel. Ich glaube, der heißt, der letzte Schachzug heißt der letzte Band. Das ist der finale Band der Reihe. Und ich muss leider sagen, dass es für mich auch der schwächste Band der Reihe war. Aber um was geht es in der Reihe eigentlich? Wir begleiten hier Avery Grams. Sie ist ein nicht ganz mittelloses Mädchen, aber ihre Familie hat nicht besonders viel Geld, beziehungsweise lebt sie bei ihrer Schwester. Und eines Tages kommt jemand daher und sagt, ja, du hast was geerbt. Das stellt sich dann heraus, dass es ein Milliardenvermögen ist, dass es Anwesen sind, dass es Häuser sind, also dass wirklich ein ganz, ganz riesiges Vermögen ihr hinterlassen wurde von einem Mann, den sie gar nicht kennt. Ja, dann wird sie halt in dieses Herrenhaus gefahren und trifft dort auf die Familie des Verstorbenen. Und dort wird halt bekannt, dass sie gefühlt alles erbt und die Familie nichts. Da sind Spannungen natürlich dann auch mit inbegriffen. Sie lernt dort die Enkelsöhne des Verstorbenen kennen und an zwei von ihnen könnte man meinen, dass sie da Interesse hegen würde. Ja, die Enkelsöhne führen sie auch so ein bisschen in das Leben der Hawthorns ein, so heißt die Familie, und ja, zeigen ihr das Anwesen, erklären ihr, wer ihr Großvater war. Tobias Hawthorne hat Rätsel geliebt und das ganze Haus, in dem sie leben, besteht aus Rätseln. Da gibt es Geheimgänge, da gibt es Rätsel, da gibt's verborgene Nischen, da gibt's ja Geheimmechanismen. Also das Haus ist ein komplettes Wunderwerk. Der Großvater hat auch jedes Jahr einen neuen Teil zum Haus hinzufügen lassen. Also sei es ein neuer Raum, ein neuer Anbau, eine Kirche, so eine kleine Kapelle, sei es jetzt ein Pool, sei es jetzt ein Irrgarten. Es gibt einen Irrgarten auf dem Gelände. Also das ist wirklich, ja, ein sehr, sehr mysteriöses Haus. Ja, natürlich schmeckt es nicht der ganzen Familie. Und ja, Avery gerät halt immer wieder in Hinterhalte und muss Rätsel lösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Reihe gelesen oder ein Buch gelesen, das irgendwie an die Inheritance Games rankommt. Ich weiß auch gar nicht, in was für ein Genre ich die Bücher einsortieren soll. Es ist irgendwie für mich nicht New Adult, es ist nicht Fantasy. Es könnte in Richtung Young Adult gehen, weil die Protagonisten noch so jung sind. Es könnte ein bisschen Thriller sein, weil diverse Male nach Averys Leben getrachtet wird. Also ja, ich kann es irgendwie nicht einsortieren. Es ist für mich eine ganz besondere Reihe, die nicht vergleichbar ist. Dieser hier war halt jetzt leider für mich der schwächste Band. Ich fand die Auflösung jetzt auch nicht so toll, weil da noch eine externe Person ins Spiel kam. Ich hätte es halt besser gefunden, wenn der Verantwortliche für die Anschläge auf Avery zum Beispiel jemand gewesen wäre, den wir die ganze Zeit schon begleiten. Ich werde natürlich jetzt nicht verraten, wer es war, aber ja, die Auflösung hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Dann kommen wir aber zu einem Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, von dem ich auch überlege, ob es vielleicht mein Monatshighlight wird. Wobei, da kommt gleich noch ein Buch, da bin ich auch am Überlegen, ob das mein Monatshighlight wird. Aber ich zeige euch jetzt, welche ich meine. Ich meine nämlich Don't Love Me von Lena Kiefer. Das Buch habe ich ja von der Tatjana zu Weihnachten geschenkt bekommen. Habe es jetzt auch direkt im Lesemonat gelesen. Ich habe es euch ja auch vorgestellt in meinen What I Read Next. Und es hat auch gewonnen. Also das kann ich jetzt schon mal vorab nehmen vor dem nächsten What I Read Next Video. Ich habe das Buch vom Monat Januar auch gelesen. In Don't Love Me begleiten wir unsere Protagonistin Kenzie. Sie erhält einen Anruf, dass das geplante Praktikum, das sie eigentlich für ihr Designstudium absolvieren wollte, doppelt besetzt wurde und dass sie dann halt leider nicht die Stelle bekommen hat. Ja, als Alternative findet sie dann doch über fünf Ecken, über Vitamin B, noch ein
eine weitere Praktikumsstelle auf die Schnelle und muss dafür in die Heimatstadt ihrer Mutter reisen. Dort wird sie teils mit offenen, teils nicht mit offenen Armen empfangen. Sie kommt bei einer Freundin ihrer Mutter oder einer früheren Freundin ihrer Mutter unter und soll eine Hotelkette mit ihr gemeinsam, ja, nicht restaurieren, aber sie soll da diverse Zimmer neu designen, nennen wir es mal so. Dabei trifft sie auch auf den Hotelerben, nenne ich ihn jetzt mal Lyle. Der hat natürlich, wie soll es auch anders sein, keinen allzu guten Ruf. Hier ist auch wieder so ein bisschen Good Girl, Bad Boy Szenario, aber nicht ganz so hardcore, wie man das im New Adult Bereich kennt. Also er hat eine dunkle Vergangenheit, es ist was vorgefallen, weswegen die ganze Stadt ihn hasst und nicht da haben will. Er ist eigentlich auch die ganze Zeit nicht da gewesen, aber wie soll es auch anders sein, damit man eine tolle Geschichte kreieren kann. Er kommt natürlich in diesem Sommer, in dem Kenzie das Praktikum absolviert, auch in die Stadt und ja, die beiden lernen sich kennen. Es ist am Anfang eine Hassliebe, nennen wir das Hassliebe, aber sie mögen sich nicht und dann mögen sie sich doch. Also es ist eine schöne Enemies to Lovers Geschichte, lieben wir. Ich fand das schottische Setting auch wunderschön. Ich fand die Erwähnung von verschiedenen Orten richtig toll, weil, ja, ich mag Schottland. Das wissen meine Zuschauer eigentlich in der Regel. Ich würde super gern irgendwann mal nach Schottland. Ich liebe die schottische Geschichte. Und ja, jedes Mal, wenn ich ein Buch aufschlage und irgendwo kommt, ja, irgendein Monument zur Sprache oder irgendein berühmter Schauplatz, da geht mir immer das Herz auf. Und ja, das war auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich will diese Reihe unbedingt lesen. Unabhängig davon, dass ich ein riesengroßer Lena Kiefer-Fan bin. Ich habe die Geschichte zwischen den beiden Protagonisten auch sehr, sehr gefühlt. Die ging jetzt nicht so hoppla hopp. Ich fand den ersten Satz, den Kenzie zu Lyle gesagt hat, halt mega. Dieses ganze, dieser Aufbau, wie sie sich kennengelernt haben, hat Lena da echt gut inszeniert. Also Chapeau, habe ich richtig toll gefunden. Und ja, ich werde jetzt im Februar definitiv den zweiten Band lesen, den habe ich auch schon hier. Der dritte Band, ja, steht auf meiner Wunschliste. Ich bin auch schon die ganze Zeit dabei, Rebuy zu beobachten. Ich hatte ihn mir ja schon mal bestellt, aber er kam ja komplett verschmutzt und mit Leserillen an und deshalb habe ich ihn nochmal zurückgeschickt. Aber ja, ich werde Band 2 jetzt ganz zeitnah lesen, weil die Geschichte richtig, richtig toll ist. Ich hoffe übrigens auch, dass ich das ganze Video durchziehen kann. Wer mich bei Instagram verfolgt, weiß, dass ich schon wieder ein paar Tage lang keine Stimme hatte. Und ich merke jetzt auch beim Sprechen, dass sie manchmal wegbricht. Also bitte verzeiht's mir. Ja, wir machen jetzt einfach weiter und schauen, wie weit wir kommen. Das nächste Buch, das ich euch zeige, war lustigerweise auch in meinem What I Read Next Video vom Dezember für den Januar und ich habe es einfach auch gelesen. Sweet Like You von Robin Neely. Ich habe ja das Buch, glaube ich, letztes Jahr ungefähr 85 Mal in meinem Subvotings-Video hochgehalten und nie wurde es gewählt. Jetzt habe ich gedacht, komm, gehst du einfach mal hin und holst es jetzt vom Stapel runter. Ich bin ja momentan auch dabei, ein paar verschiedene Anbieter von Hörbüchern zu testen. Und habe mich da jetzt aktuell für Next Story entschieden und habe es auch teilweise dort gehört. Mehr dazu erzähle ich euch ein anderes Mal zu meinen Projekten, die außerhalb von YouTube und Co. laufen. Ja, kommen wir aber zu Sweet Like You. Ich habe ja immer gesagt, dass ich den Klappentext unheimlich unterhaltsam und humorvoll empfunden habe. Und ich kann auch sagen, das Buch ist auch so humorvoll. Die Protagonistin, wie heißt sie nochmal? Cassie Wilkerson, genau. Ja, ist einfach eine super lustige Person. Also am Anfang hatte ich so das Gefühl, sie ist so total ernst und ja, sie ist halt einfach die New Yorker Businessfrau, die in die Kleinstadt kommt und plötzlich was geerbt hat, von dem sie gar keine Ahnung hatte, dass sie es erben soll und dass sie auch eigentlich gar nicht will. Also so Landmaus, Stadtmaus kommt aufs Land und muss sich erstmal da zurechtfinden. Das Setting und die Thematik fand ich eigentlich ganz spannend. Auch wie sie das Ganze gehandelt hat, plötzlich Bürgermeisterin zu sein, auch wenn es nur übergangsweise sein sollte. Ja, man hat so gemerkt am Anfang, sie kommt halt
im schicken Kostüm, Hosenanzug etc. in die Stadthalle, nenne ich es einfach mal, und dass da nicht jeder mit Heugabeln gesessen hat und Latzhosen und so richtig Landklischee war halt alles. Also sie hat es also richtig aus der Menge herausgestochen und musste sich da im ganzen Buch halt auch erstmal einen Platz in der Stadt, ja, was heißt sichern? Sie musste halt erstmal schauen, dass sie da irgendwie reinpassen kann, reinfinden kann. Es gibt eine Dame in Honey Springs, so heißt der Ort, die sich auch Bee nennt oder die auch Bee heißt. Vielleicht ist auch ein Spitzname. Und sie wird halt immer als die Bienenkönigin bezeichnet. Und die fand ich eigentlich mega unterhaltsam. Ist auch wieder so ein Sidekick, wo ich mir gedacht habe, ja, mega, mega gut gemacht. Und sie hat mich ein bisschen an Bree von Desperate Housewives erinnert. Alles unter Kontrolle haben, ich habe das Sagen hier und alles tanzt nach meiner Nase oder nach meiner Pfeife. Ja, mega unterhaltsam, die ganze Geschichte, super, super witzig. Ich habe im Februar jetzt auch den zweiten Band gelesen. Ich kann die Reihe wirklich empfehlen. Sie ist jetzt nicht ultra deep, aber sehr unterhaltsam. So, jetzt meine Stimme natürlich wieder weg. Sie ist mega witzig, Cassie ist toll, die ganzen Protagonisten sind toll, der Love Interest ist toll. Es geht in der ganzen Stadt um Bienen. Es hat auch so ein bisschen Gilmore Girls Feeling. Da gibt es Charaktere, die im Buch auftauchen, die man so in Gilmore Girls auch kennt. So den mürrischen Dinerbesitzer, der sich nicht an den ganzen Veranstaltungen rund um Bienen etc. beteiligen möchte. Aber darum geht es mehr im zweiten Band. Es ist auf jeden Fall mega, mega schön. Und lest das Buch. Dann habe ich bei der lieben Jackie ein Buch gewonnen. Das da wäre The Spanish Love Deception. Ich habe ja immer so Probleme damit, diese ganzen Hype-Bücher zu lesen. Einerseits will ich sie unbedingt lesen, andererseits möchte ich sie dann halt doch nicht lesen, weil ich mir immer denke, der Hype ist so riesig, du kannst nur enttäuscht werden. Also ich sage mal so, ich war bei dem Buch, nachdem ich es beendet hatte, glücklich, aber trotzdem immer noch ein bisschen zwiegespalten. Also ist das TikTok-Phänomen endlich auf Deutsch. Es ist ein Buch, das auf TikTok enorm gehypt wird oder wurde. Und ja, ich habe mich dann eben jetzt diesen Monat selbst davon überzeugt. Wir begleiten hier Protagonistin Lina, die ganz dringend ein Date braucht für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Ja, das Problem ist nur, sie hat keinen Freund, keinen Mann, hat aber ihrer Familie gesagt, dass sie einen Partner hätte und den auch mitbringen würde. Weil die Familie eben so ist, ja, du armes, armes Single-Mädchen, bist schon so lang allein, ach, du bist ja die Ärmste der Armen. Und sie hatte halt einfach keinen Bock auf diese mitleidigen Blicke und dieses Getuschel und ja, dieses Gerede hinter ihrem Rücken, sodass sie aus der Not heraus zu ihrer Familie gesagt hat, ich habe einen Freund, ich bringe ihn mit und ja, sibbit, haltet die Klappe. Ja, das kriegt ihr Arbeitskollege mit und bietet an, ihr Date zu spielen, ihren Freund zu spielen. Und im Endeffekt macht er das aber nur, wie sich dann herausstellt, weil er selbst ja, eine Begleitung für einen Abend braucht. Und die beiden helfen sich dann halt so ein bisschen aus und kommen sich dabei halt auch näher und lernen sich besser kennen. Eigentlich hasst sie ihn, weil er damals, als er eingestellt wurde, gesagt hat, er möchte nicht mit ihr arbeiten zum Chef. Und sie hat das halt mitbekommen. Und deshalb hat sie ihn eigentlich abgrundtief gehasst und in eine Schublade gesteckt, in die, mit dem machen wir nie wieder was, mit dem reden wir nicht, den finden wir nicht gut. Aber er ist halt äußerst attraktiv, wie das halt in Büchern gern so ist. Und ja, die beiden fliegen zusammen nach Spanien, lernen sich kennen, er lernt die Familie kennen, die Familie lernt ihn kennen. Es ist eine komplett verrückte Familie, also das ist eine un poco loco Familie, kann man nur so sagen. Ich finde auch toll, dass das Setting in Spanien teilweise spielt, aber teilweise auch in den USA. Ich bin ja ein großer Spanien-Fan, wie ihr wisst. Und ja, irgendwie kommt das Land viel zu kurz, was Bücher angeht. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur die falschen lese, aber irgendwie spielen die immer nur in Deutschland oder in den USA. Ab und zu vielleicht mal noch in Australien.
Aber in Spanien habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie ein Buch gelesen. Und ich fand es auch toll, dass diese ganze spanische Mentalität auch hier ins Buch mit aufgenommen wurde. Ich liebe es. Also, ich habe eigentlich nur einen Kritikpunkt und das waren die zwischenmenschlichen Szenen zwischen den beiden. Die waren ein bisschen cringe für mich. Also nicht, dass die zu überzogen oder etc. wären, aber die Handlung, wie er gerade sich im Bett mit ihr verhalten hat, nenne ich es einfach mal, hat nicht zu dem gepasst, wie er als Mensch im ganzen Buch dargestellt wird. Also er war sehr dominant und sehr, nicht rücksichtslos, aber teilweise ruppig. Und ja, im wahren Leben war er halt voll Gentleman und liebenswert und es hat einfach gar nicht zu ihm gepasst. Und deshalb waren die Momente für mich so ein bisschen, nee, muss ich nicht haben, cringe. Leider Gottes war das nächste Buch für mich auch sehr, sehr cringe. Ich hatte es zuerst tatsächlich auch abgebrochen und dachte, nee, das liest du einfach nicht weiter, auch wenn es ein Rezensionsexemplar war. Aber du kannst es nicht weiterlesen, weil du sonst das Buch gegen die Wand werfen wirst oder Aggressionen kriegen wirst. Und ganz ehrlich, das Lesen ist ein Hobby. Und wenn du ein Buch liest, das dir nicht gefällt, dann quäl dich nicht damit. Du hast nicht unendlich Freizeit, du hast nicht unendlich Lebenszeit. Verschwende sie nicht mit Büchern, die dir nicht gefallen oder mit Dingen, die dir nicht gut tun, dir keinen Spaß machen, etc. Bei The Love Refill war es leider so. Ich habe es dann im Endeffekt noch angefangen quer zu lesen, weil ich dachte, vielleicht ist nur der Einstieg so cringe. Also ich habe, glaube ich, die ersten 70 Seiten gelesen und dachte dann so, oh nee, geht gar nicht. Ja, ich habe dann quer gelesen. Es wurde nicht wirklich viel besser. Ich habe dann irgendwann noch das Hörbuch nach Release, also am Release Day habe ich dann das Hörbuch noch ein bisschen gelesen, gehört, sodass ich auch weiß, wie die Geschichte ausging und was so die Kernthematik war. Ja, ich habe ja, das muss man vielleicht auch im Vorfeld sagen, Band 1 und 2 auch schon gelesen und fand die auch schon so grenzwertig. Band 1 noch mehr als Band 2. Aber wir steigen hier zum Beispiel direkt in einer cringigen Sexszene ein. Und nee, ich habe die schon gelesen und dachte so, Ekel, ich möchte das nicht lesen. Es war einfach, es war nicht, dass es irgendwie irgendwas vorkam, was ich nicht mochte, pervers fand, etc., dass die irgendwas Ekelhaftes getan hätten. Vielleicht ist es auch einfach der Schreibstil der Autorin, mit dem ich nicht klarkomme. Aber es, die ganze Reihe fühlt sich für mich an wie Desperate Housewife trifft auf Chippendales und wird krabbelig. So fühlt sich für mich die ganze Reihe an und ihr merkt, es fällt mir schwer, da ruhig zu bleiben. Es ist einfach unangenehm. Unangenehm ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, aber ich erzähle euch trotzdem noch, um was es in der Reihe geht. Also es gibt die Schauspielerin Maria und es gibt den Schauspieler Peter, den wir schon aus den ersten Reihen Bänden kennen. Oh, ich bin ganz durch. Ja, die beiden verbringen eine Nacht zusammen. Sie schleicht sich am nächsten Morgen raus und er ist natürlich maximal angepisst, dass sie sich einfach ohne Tschüss zu sagen verpieselt. Ja, sie geht zu einem Casting für die Serie Gods of the Gates und trifft dort auch wieder auf ihn. Und ja, dann denken sie auch, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass gerade wir beide die Rollen kriegen. Dann werden die beiden ins Castingzimmer gerufen, dass sie diese oder verschiedene Szenen zusammen mal durchspielen sollen. Ja, wie es halt so kommt, kriegen die beiden halt auch die Rollen und werden halt gefühlt die nächsten 6 Jahre zusammen drehend verbringen. Ja, das ist so das Grundkonzept des Buches, was ich allerdings jetzt gut finde. Ich möchte jetzt auch mal ein paar gute Sachen erwähnen, ist die Thematik der ganzen Reihe mit den Plus-Size-Figuren. Die Autorin ist selbst nicht Modelmaß, also ne, finde ich sehr gut, dass sie als etwas fülligere Dame, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, sagt, warum gibt es immer nur
die 90, 60, 90 Frauen in den Büchern, die super schlank sind etc. Ich schreibe jetzt eine Reihe, in der es um Protagonistinnen geht, die etwas mehr auf den Hüften haben. Finde ich klasse, mag ich, liebe ich. Aber die Protagonisten, alle drei finde ich, verlangen in den Büchern, dass sie respektiert werden, dass sie geschätzt werden. Aber sobald sie jemand kritisiert, treten sie um sich, oder schlagen um sich und lassen den anderen nicht mehr aussprechen. Da denke ich halt auch allgemein, wenn du möchtest, dass jemand dich respektiert, dann respektiere ihn auch. Und das hat mir in den Büchern tatsächlich gefehlt, in allen dreien. Ja, wie gesagt, es wird nicht meine Reihe, es ist nicht meine Reihe, es wird auch nie meine Reihe werden, aber ja, wer sich an cringigen Sexszenen nicht stört, der kann die Reihe durchaus lesen. Es geht auch um Fanfiction, was ich mega witzig fand. Im ersten Band war es mir ein bisschen zu viel, hier war es dann wieder okay, aber insgesamt einfach nicht meine Reihe. Welche Reihe aber etwas für mich war, war die Acadia-Reihe von der lieben Franziska. Ihr kennt sie wahrscheinlich hier auf YouTube nur unter die Bücherseelen, also schaut da auf jeden Fall auch mal auf ihrem Kanal vorbei. Sie hat nämlich eine Reihe auf den Markt gebracht im Teilverlag tatsächlich. Und da durfte ich im Blogger-Team sein und letztes Jahr schon Band 1 lesen. Und jetzt habe ich Band 2 gelesen, der da heißt Acadia Fight. Es ist nicht wie in den anderen New Adult Büchern, dass jedes Buch quasi einen eigenen Protagonisten kriegt. Die Reihe wird sowieso ganz verrückt. Band 1 und 2 dreht sich um die Geschichte von Andy und Hunter. Band 3 bekommt neue Protagonisten, die wir bereits kennen. Band 4 bekommt neue Protagonisten, die wir bereits kennen. Also das wird komplett verrückt. Sie hat auch gesagt, Andy und Hunter sind die einzigen, deren Geschichte zu erzählen nicht in einen Band gepasst hat. Finde ich mega witzig, dass das mal so komplett den Rahmen sprengt. Ja, und wie gesagt, jetzt geht es um Andy und Hunter. In Acadia Love haben wir sie kennengelernt. In Acadia Fight geht die Geschichte rund um sie weiter. Um was geht es eigentlich in der Reihe? Also Andy hat eine ganz schwierige Familie. Ihr Stiefvater ist gewalttätig und sie stellt sich halt immer in den Weg, wenn er gegen ihre Mutter die Hand erhebt. Und eines Tages ist es ihr einfach zu viel und sie packt ihre Sachen und haut in einer Nacht- und Nebelaktion ab. Sie landet dann in Bar Harbor oder Bar Heber, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, und ja, baut sich da quasi ein neues Leben auf, geht dort zur Uni und hofft einfach, dass ihre Vergangenheit sie nicht einholt. Dort lernt sie Hunter kennen. Er ist auch so ein bisschen wie bei Don't Love Me, so der Verstoßene. Es ist was vorgefallen, wo er sich nicht besonders gut benommen hat. Und dementsprechend ist die ganze Stadt, wie es halt in einer kleinen Stadt ist, ein bisschen weiche. Du bist der Teufel, du bist böse und komm mir nicht zu nah. Aber die beiden lernen sich kennen, die beiden lernen sich mögen und weihen sich so nach und nach in ihre Geschichte ein. Es gibt noch viel, viel mehr außenrum als, ja, mein Stiefel da schlägt mich und Hunters Seite. Möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil es doch zu viel spoilern würde, was da halt vorgefallen ist. Ja, also es ist eine sehr dramatische Reihe, aber auch eine sehr herzliche, warme Reihe. Also ich habe wirklich tatsächlich mit Andy sehr, sehr mitgefühlt, was sie durchgemacht hat. Weil, ja, wie soll es auch anders sein, die Vergangenheit holt einen immer wieder ein. Und ja, es passieren Dinge, die nicht besonders schön sind. Und sie zeigt halt einfach die ganze Zeit, was für eine starke Protagonistin sie ist. Also wenn ihr eine Reihe lesen wollt mit einer starken Kämpferin und Protagonistin, die Feuer unterm Hintern hat, dann solltet ihr die Reihe lesen. Manchmal habe ich mir auch gedacht, Mädchen, du weißt doch genau, wenn du das jetzt tust, geht das nicht gut aus. Also manchmal hat sie auch nicht so ganz nachgedacht, aber das hat einfach ihren Charme ausgemacht, sage ich jetzt. Also für mich hat es ihren Charme ausgemacht. Es gab eine Szene in Acadia Fight, da habe ich mich so gefühlt wie im Kino, du hast Popcorn
du siehst, dass Protagonistin A jetzt in den Keller hinabgeht und du weißt genau, der Mörder ist da unten und du sitzt da und isst dein Popcorn und sie geht einfach trotzdem runter. Und du sitzt im Kino und denkst so, nein Mädchen, sei doch nicht so dumm. So ging es mir halt auch diverse Male im Buch. Kommen wir zum nächsten Highlight, das ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar Zimmer gesucht, Liebe gefunden von der lieben Caroline Brinkmann. Ich habe den Klappentext gelesen und dachte so, das Buch ist mega witzig. Und es hat mich auch nicht enttäuscht. Also wer ein lustiges, humorvolles Buch mit einer tollpatschigen, noch lustigeren Protagonistin lesen möchte, da sollte auf jeden Fall zu diesem Buch greifen. Es geht um Emma, die von ihrem Freund betrogen wird und das Ganze irgendwie über Facebook erfährt, dass er sich von ihr trennt. Also auf dem Klappentext steht irgendwie, dein Freund macht mit dir Schluss und 148 Facebook-Freunden gefällt das. Oder irgend so wie in die Richtung. Also das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das Buch lesen. Ja, sie erfährt von einer Freundin, dass ein Bekannter eine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner sucht und sie stellt sich ihm vor, er ist total nerdig, verrückt, merkwürdig, also ja, stellt ihr 1000 Regeln auf, was der zukünftige Mitbewohner beachten muss, keine gemeinsamen Interaktionen und das darfst du nicht und das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und im ersten Moment denkt er mal dann auch so, nein, da ziehe ich auf keinen Fall ein. Aber wie es das Schicksal so möchte, bleibt ihr keine andere Wahl. Sie macht es dann doch und lernt dann auch, dass der gar nicht so verkehrt ist. Das, ja, das ist so ein bisschen die Message des Buches, dass, also für mich auch, dass nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass man manchen Menschen einfach ja, hinter die Fassade blicken muss. Die Geschichte zwischen den beiden oder allgemein Emmas Geschichte ist jetzt nicht hoch, mega spannend. Also es passiert jetzt nichts, wo du denkst, oh, das hätte man niemals erahnen können. Aber trotzdem hat das Buch von mir 5 Sterne bekommen, weil Caroline den Charakter von Emma so toll kreiert hat, weil das Zwischeneinander der Protagonisten auch einfach wundervoll war. Es ist ein Szenario, das irgendwie jedem passieren kann. Okay, das Facebook etc. vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber eine Trennung ist was ganz Normales und ich finde es immer witzig, wie sich Geschichten entwickeln können nach einer Trennung. Also ich weiß nicht, wie viele New Adult Bücher ich schon gelesen habe, die aus einer Trennung heraus entstanden sind. Mein Debütroman ist ja auch aus einer Trennung heraus entstanden. Also die Geschichte, nicht das Schreiben. Ja, und dann ist es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich die Charaktere danach wieder aufrappeln und ein neues Leben starten. Im Januar durfte übrigens noch ein weiteres Buch aus dem Hause Kiss bei mir einziehen und es bricht mir auch echt das Herz, dass ich auch hier sage, es war nicht meins. Ich bin ja Teil der Kiss-Crew und ich habe das Buch ja auch angefragt und Band 1 und 2 haben mir auch mega gut gefallen, aber obwohl ich mich so auf diesen Band gefreut habe, weil auch Lila und Gewitterleuchten so ein wunderschöner Name ist, ihr kennt mich, ich bin da mit Wörtern sehr affin und auch mir diese Zeichnungen auch immer sehr, sehr gut gefallen und alles an diesem Buch schreit, ich liebe dich, hat es der Inhalt leider nicht geschafft, mich 100% zu überzeugen. Ich habe die Geschichte zwischen den beiden einfach nicht gefühlt. Wer die Reihe kennt, weiß ja, dass es die Geschichte von 3 Freundinnen ist und diese Treffen und Interaktionen und Kommunikation zwischen den Freundinnen waren auch so das Highlight für mich im Buch. Wobei ich auch sagen muss, dass in Band 3 die Freundinnen die geringste Rolle gespielt haben. Die waren zwar ab und zu mal da und haben sich gemeldet, aber nicht so präsent. Sie waren nicht so präsent wie in den anderen beiden Bänden, sagen wir es mal so. Aber um was geht's eigentlich im finalen Band? Wir begleiten Leo, die 3. Freundin. Und sie ist ja eher so im Männerberufsfeld anzutreffen. Also sie schraubt an Autos und sie möchte da auch studieren in diese Richtung. Und sie möchte einfach ja, in der Männerwelt Fuß fassen.
Und als ihr Vater gestorben ist, hat Teddy, ein Freund ihres Vaters, sie so ein bisschen unter die Arme genommen, unter die Flügel, unter die Fittiche genommen und hat sie in seiner Werkstatt schrauben lassen und hat ihr da alles beigebracht. Und Teddy Sohn hat halt mit dieser ganzen Thematik so gar nichts am Hut. Der ist so ein typischer Justus. Chinohose, Poloshirt, Golfplatz. So ein Typ Mensch, der optisch für mich absolut null attraktiv ist. Wenn schon jemand mit Segelschuhen kommt, dann denke ich schon so, oh, nee, möchte ich nicht haben. Und dann habe ich noch so eine schöne Gelfrisur. Lieben wir nicht. Auf jeden Fall ist Aaron so einer. Aaron ist so ein Chinohosentyp und ein Golfplatztyp. Und irgendwie war halt für mich von Anfang an klar, dass er neidisch auf Leo ist, weil sie so viel Zeit mit seinem Vater verbringt. Dass das dann halt später so als Kernproblem zwischen den beiden dargestellt wird, war für mich irgendwie nicht so das Kernproblem, weil für mich war es von Anfang an klar, dass er sie nicht leiden kann, weil er eifersüchtig ist und neidisch ist, dass sie so viel Zeit mit seinem Vater verbringt. Aber egal. Das war halt auch ein Punkt, wo mich gestört hat, dass das irgendwie so komplett offensichtlich war, was er für ein Problem hatte. Bei New Adult ist es ja oft so, dass dann irgendwann so, Schocker, deshalb ist das und das passiert und deshalb verhält er sich so und so. Und hier war es irgendwie so offensichtlich. Leo fand ich natürlich toll. Leo ist für mich von Anfang an einer der wunderbarsten Charaktere in dem ganzen Buch gewesen. Aber Leo und Aaron in Kombination, es war irgendwie auch ein bisschen cringy, weil die beiden sich verhalten und streiten und machen und tun, als wären sie Geschwister. Sie sind ja auch ähnlich aufgewachsen als Ziehtochter, auch wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben. Und sie streiten sich halt auch dementsprechend. Und da gab es halt eine Szene im Buch, da konnte ich nur den Kopf schütteln. Im ersten Moment streiten sie sich und spritzen sich mit Wasser nass und es ist wirklich total kindisch, wie unter Geschwistern. Und im nächsten Moment haben sie was miteinander. Und das war irgendwie so zwei Welten, die aufeinander treffen und das hat für mich gar nicht gepasst. Ich habe das Buch ja zusammen mit der Ivy gelesen und wir haben uns über diese Szene zum Beispiel auch sehr intensiv ausgetauscht. Und ja, es bricht mir wirklich das Herz und ich glaube, Ivy ging es genauso. Insgesamt ist es eine wundervolle Reihe. Also ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Und ja, es ist einfach schade. Aber das hier konnte mich nicht überzeugen. Von nicht überzeugen zu sehr überzeugen. Meine Überleitungen sind heute echt à la minute. Ja, Still Searching for You von Valentina Fast. Ich habe ja die Reihe schon komplett gelesen. Also es ist auch der finale Band der Reihe. Sollte man vielleicht vorher sagen. Ich habe die ersten beiden Bände auch schon gelesen. Das ist eine Reihe, die man unabhängig voneinander lesen kann. Also du kannst Band 1, Band 2, Band 3 komplett durcheinander würfeln. Es wird in jedem nochmal erklärt, dass es sich um vier Pflegegeschwister handelt, die von ihrer Großmutter ein altes Haus erben, das sie zu einem Hotel und Bed and Breakfast umbauen. Und darum dreht sich Band 1 hauptsächlich, das Erbe und der Start des Umbaus. Band 2 ist so die Verwirklichung und Band 3 ist das laufende Geschäft. Aber das ist alles nur so eine Background-Geschichte. Hier geht es um Pflegebruder Ryan. Der wird in den ersten beiden Bänden als so ein bisschen Workaholic dargestellt. Und er trifft auf einer Abendveranstaltung auf eine Frau, die ihn einfach küsst und die ihn ja schon ein bisschen aus den Latschen haut. Aber die Wege trennen sich. Es bleibt bei diesem Kuss und plötzlich findet er sich mit ihr in einem der Bed and Breakfast Apartments, nenne ich es jetzt mal, Ferienapartments wieder, weil sie die Schwester der Hotelmanagerin ist, die sie eingestellt haben. Und Kate, so heißt die Protagonistin, macht quasi 4 Wochen Urlaub bei ihrer Cousine. Das ist die Cousine, das ist nicht die Schwester, bei ihrer Cousine und flüchtet so ein bisschen vor eigenen Familienproblemen. Und bei Ryan ist halt ein Wasserschaden und er kommt deshalb in diesem Apartment unter und die beiden müssen halt lernen, sich in diesem Apartment zu arrangieren. Es ist so ein bisschen halt wie bei Where the Clouds Move Faster und Co., dass man
sagt, wir werfen jetzt einfach zwei Protagonisten in ein Haus und die müssen jetzt miteinander klarkommen und in der Regel verlieben sie sich, wenn man New Adult Glauben schenken darf. Ja, ihre Problematik ist halt, dass Kate die Tochter von Ryans größtem Konkurrenten ist und er sich die Frage stellt, ist sie hier, um mich auszuspionieren, weil da gibt es ein großes Projekt, wo beide drauf geiern. Ja, oder mag sie ihn wirklich oder. Die Frage müsst ihr euch natürlich wie immer selbst beantworten. Aber ich kann euch sagen, ihr müsst die Bücher von Valentina lesen, sei es jetzt ihre Fantasy-Reihen oder sei es jetzt ihre New Adult-Reihe. Das ist die erste New Adult-Reihe von ihr. Ich fand die Bücher klasse. Ich habe das Ganze, wir bauen hier was um und wir sind alle Pflegegeschwister und jeder ist anders, aber trotzdem halten wir zusammen. Thema sehr, sehr toll gefunden. Ich finde es auch klasse, dass wir hier jetzt mal mehr über Ryan erfahren, weil der in den ersten Bänden doch sehr zurückgezogen war. Ich fand, Kate ist auch eine ganz, ganz tolle Protagonistin. Sie hat sehr viele Charaktereigenschaften und Interessen, die mir gefallen haben. Und ja, ich finde die Reihe einfach schön. Dann habe ich tatsächlich noch ein Buch gelesen, in dem es um einen Kuss geht. Und dann trennen sich die Wege wieder. Und zwar Kissing Strangers von Bella Page. Und wie das Wort schon sagt, Kissing Strangers, oder wie der Titel schon sagt, baut die Geschichte genau auch auf diesem Kuss auf. Es ist nämlich so, dass unsere Protagonistin ihren Freund dabei erwischt, wie er ihr fremd geht und das noch mit ihrer eigenen Schwester. Und was macht sie? Sie dreht sich um, sieht einen anderen Menschen, zieht ihn zu sich und küsst ihn. Und so startet diese wundervolle Geschichte. Ich habe wirklich jede Seite genossen. Es ist auch das erste Buch gewesen, das ich von der Autorin lese. Und ich fand ihren Schreibstil mega entspannt. Und es war einfach so, als ob ich mit einer Freundin da sitze und die erzählt mir ihre Geschichte, was ihr so passiert ist. Und ja, in manchen Momenten hast du wirklich gedacht, du bist einfach live dabei. Das war mega, mega schön. Es war natürlich auch so, dass die Schwester als Hasscharakter dargestellt wurde und der Ex-Freund natürlich auch. Also man wusste direkt, die zwei sind nur erschaffen worden, um so gemein zu sein. Und gerade die Schwester, also die, was die manchmal vom Stapel lässt, da denkst du dir auch, es hat kein Mensch auf der Welt so eine Schwester. Also es ist sehr überdramatisiert und der Charakter sehr überdurchschnittlich oder zu übertrieben böse dargestellt. Aber ja, es hat einfach gepasst und es ist dann halt so, dass sie bei einer Freundin unterkommt, weil ich würde auch nicht mehr in der Wohnung bleiben, wo meine Schwester und mein Freund rumgemacht haben. Ja, und die beiden haben einen wundervollen Nachbarn, der sich dann als derjenige herausstellt, den sie auf dem Parkplatz geküsst hat. Und daraus entsteht eine wundervolle Geschichte, die sehr unterhaltsam ist, der sehr humorvoll ist. Es hat mich auch teilweise so ein bisschen an Zimmergesucht Liebe gefunden erinnert, weil ja, die Charaktere so tollpatschig witzig waren. Also die Bücher habe ich schon das ein oder andere Mal so ein bisschen miteinander verglichen. Dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich mich auch schon sehr, sehr gefreut habe. Kein Horizont zu weit, von der lieben Alexandra Flint. Von ihr ist ja auch die Maple-Reihe, die ich noch auf meinem Sub liegen habe. Also ich habe zwar schon Bücher von ihr, aber ich hatte bisher noch kein einziges davon gelesen. Kein Horizont zu weit ist der Auftaktband der Reihe. Ich glaube, sie heißt Sylt-Reihe. Sie spielt nämlich auf Sylt. Und das ist einfach ein wundervolles Setting. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe ja eine kleine Buchbox zum Buch bekommen vom Verlag und da war auch so ein eingerolltes Blatt drin. Das zeige ich euch auf Instagram auch gerne mal. Ich habe es jetzt in Malas Zimmer liegen und die schläft. Sonst würde ich es euch natürlich zeigen. Da ist die Insel Sylt abgedruckt und ich wusste es anfangs nicht. Es sind verschiedene Schauplätze des Buches drauf eingezeichnet. Richtig, richtig cool. Auf jeden Fall treffen wir hier auf die Protagonistin Leni und den Protagonisten Raphael. Die beiden waren früher ein Paar.
Dann gab es einen verheerenden Brand, bei dem Raphaels Bruder und Vater ums Leben kamen und er hat die Insel verlassen. Jetzt, 5 Jahre später, ist er zurück auf der Insel und soll den Wiederaufbau des Hotels leiten und läuft dort halt Leni ständig in die Arme. Leni macht nämlich eine Ausbildung in einer Werft und die ist so ein bisschen für den Wiederaufbau auch verantwortlich. Das ist auch ungefähr so grob der Klappentext des Buches. Ich war das ganze Buch über so ein bisschen zwiegespalten. Nicht, ob ich das Buch gut finden soll oder nicht, sondern soll ich jetzt traurig sein, weil die Geschichte sehr, sehr viele traurige Aspekte hat? Oder soll ich jetzt glücklich sein, weil die Geschichte auch so viele schöne Aspekte hat? Also man spürt richtig die Verbindung, die immer noch zwischen Leni und Raphael herrscht. Aber sie versucht sich halt von ihm, oder sie versuchen sich beide voneinander fernzuhalten, meiden auch gemeinsame Freunde aus Angst, dass sie sich gegenseitig über den Weg laufen. Und ja, es ist einfach Schicksal, die beiden gehören zusammen und das können sie halt irgendwann auch nicht mehr abstreiten. Man merkt einfach, dass die beiden füreinander gemacht sind. Es kommen auch immer so Rückblicke in die Vergangenheit, die einem einfach nochmal zeigen, wie es früher zwischen den beiden war. Und da hat man dann einfach noch viel, viel mehr das Gefühl, Leute, reißt euch mal zusammen, ihr gehört zusammen und Punkt, liebt euch endlich wieder. Und den beiden dann zusammen zuzuschauen, wie sie miteinander agieren, war einfach so, so schön, dass in dieses wundervolle Sylt-Setting gepackt. Ich meine, ich war noch nie auf Sylt, ich weiß nicht, wie es dort aussieht, aber anhand von Alexandras Schreibstil kann ich mir viele Orte des Buches sehr, sehr bildlich vorstellen und ja, ich hatte das Gefühl, ich wäre einfach mit auf Sylt. Kommen wir last but not least zu den letzten 3 Büchern, die ich euch eigentlich jetzt auch zusammen zeigen möchte und muss, weil 2 davon gehören zu einer Reihe und das 3. gehört zum Spin-off der Reihe. Also einmal habe ich Flesh and Fire gelesen, dann habe ich Crown and Bones gelesen und dann habe ich Shadow and Ember gelesen. Shadow and Ember ist nämlich das Spin-off zu der anderen Reihe. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Hauptreihe, Band 2 und 3, der From Blood and Ash Reihe von der wundervollen Jennifer L. Armentrout. Und eine absolute Herzensreihe. Band 1 war ja damals, 2021, mein Jahreshighlight. Und eigentlich wollte ich die Reihe dann sofort weiterlesen. Hatte dann auf eine Freundin gewartet und die hat einfach ohne mich weitergelesen. Und ich wusste es nicht. Und dann lag sie ewig hier und jetzt dachte ich so, jetzt befreie ich sie doch mal von meinem Sub. Ja, also in der ganzen Reihe geht es um Poppy. Sie ist die Auserwählte und muss ihr Gesicht unter einem Schleier verbergen. Niemand darf sie berühren, niemand darf sie sehen. Sie darf keinen Kontakt zu Menschen haben, nur zu einer Handvoll, also ihre Leibwächter und der Herzog, die Königin, der König etc. etc. Ja, aber Poppy ist halt ein Rebell. Ich muss mal eins davon ablegen. Poppy ist ein Rebell und fragt sich halt die ganze Zeit, es muss doch mehr für mich in diesem Leben geben, als so einsam zu sein und niemanden zu haben. Deshalb geht sie mit ihrem Leibwächter des Nachts auch immer in die Stadt und hilft dort, die Menschen, ich nenne es mal, vom Fluch zu befreien. Sie hat nämlich eine Gabe. Sie kann Menschen die Schmerzen nehmen. Sie kann ihnen positive Gedanken einpflanzen. Und keiner darf natürlich wissen, dass sie diese Gabe hat. Nur ihr Leibwächter weiß das und deshalb nimmt er sie mit in die Stadt. Es gibt die gewissen Hungernden, die befallen quasi die Menschen. Und wenn du von einem Hungernden attackiert wirst, dann wirst du halt im Laufe der nächsten Stunden, Tage, keine Ahnung, auch zu einem Hungernden. Und genau diesen Menschen kann sie halt helfen, die Schmerzen zu nehmen. Sie pflanzt ihnen positive Gedanken ein, damit sie halt einen sanften Tod finden und nicht zu einem Hungernden werden. Ja, das ist so die Geschichte aus Band 1 und die wird halt hier weitergeführt. Einer von Poppys Leibwächtern stirbt und
An seine Stelle tritt Hawk, unser Protagonist. Aber Hawk ist natürlich nicht der, der er zu sein vorgibt. Die beiden kommen sich auch näher. Sie darf ja eigentlich gar keinen körperlichen Kontakt zu einem anderen Menschen haben. Aber Poppy ist halt, wie gesagt, ein Rebell. Und ja, die beiden sind halt mega, mega süß zusammen. Ich finde halt auch, dass die beiden in jeder Szene, dass du so merkst, dass es da knistert, dass da Feuer ist. Die beiden schenken sich wirklich nichts. Also die gehen sich auch an die Gurgel. Und manche Szenen dachte ich auch so, okay, da ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Aber insgesamt finde ich einfach, dass diese Reihe wundervoll ist, dass Poppy eine der tollsten Protagonisten ist, die ich kenne. Es stellt sich natürlich heraus, dass Poppy auch nicht diejenige ist, die sie denkt zu sein oder glaubt zu sein, sondern ja, etwas ganz anderes. Anderes. Und ja, die Geschichte in den Büchern erzählt halt ihre Entwicklung. Sie lernt von Seite zu Seite mehr über sich, ihre Kräfte, ihre Vergangenheit und das, was sie glaubt, was ihre Vergangenheit war, kennen. Und entwickelt sich so krass einfach. Also diese Entwicklung, die diese Frau mitmacht, ist einfach heftig. Und hier haben wir einen richtig, richtig bösen Cliffhanger gehabt. Das heißt, ich habe direkt mit Band 3 weitermachen müssen. Die Bücher haben knapp 800 Seiten. Also es ist jetzt nicht so, dass du da durch die Seiten fliegst und denkst, oh, in 2 Tagen habe ich das Buch durch, auch wenn du es gerne hättest. Du sitzt da schon an so einem Schinken, aber es kommt dir nicht vor, als würdest du so lange dran sitzen, weil die Geschichte einfach mega packend ist und ich habe sie einfach von der ersten bis zur letzten Seite verschlungen. Jetzt im April, Ende April, kommt der 4. Band. Ich freue mich schon so sehr. Aber um die Zeit bis dahin zu überbrücken, hat die liebe Jennifer Shadow and Ember auf den Markt gebracht. Das ist, wie gesagt, das Spin-off zur From Blood and Ash Reihe. Und hier geht es auch um einen Charakter, den wir in Band 3 der Reihe kennenlernen, nämlich um Nyctos. Nyctos ist ein Primar. Er ist nicht nur eine Gottheit, er ist ein Gott. Und selbst unter den Göttern gibt es noch welche, die höher gestellt sind, das sind diese Primaren und Nyctos ist so einer davon. Und das Buch spielt auch quasi vor der Geschichte von From Blood and Ash, also Jahrhunderte vorher, als Nyctos halt noch, unter den Lebenden geweilt hat. Außerdem geht es um Seraphina. Sie soll nämlich besagten Nyctos heiraten und ihn umbringen. Doch natürlich läuft da auch nicht alles so, wie es laufen soll, denn sie lernt jemanden kennen, zwar Ash. Sie lernt Ash kennen und muss dann jetzt quasi entscheiden, ob sie Nyctos heiratet und das tut, was von ihr verlangt wird, um ihr Königreich zu retten, oder ob sie ihren Gefühlen nachgibt und mit Ash mitgeht. Also das ganze Buch über hatte ich so das Gefühl, dass man selbst mit Sarah mitfiebert und die Charaktere sind halt auch einfach bei Jennifer L. Armentrout alle bombastisch. Also die, die du hassen sollst, die hast du auch abgrundtief. Die, die du lieben sollst, die liebst du abgöttisch. Es ist wirklich nicht so, dass du sagen kannst, okay, ja, der ist blass, der Charakter, und der ist kacke, aber irgendwie so nichtssagend. Die haben alle was. Die haben einfach alle was. Und das muss ein Autor oder eine Autorin erstmal schaffen. Ist unfassbar. Das Einzige, was ich wirklich so ein bisschen zu bemängeln hatte, war, dass Sierra gefühlt immer die Entscheidung getroffen hat, die am sinnlosesten war. Also sie hat immer sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen. Das macht Poppy zwar auch ab und zu, weshalb auch einige in der Buchbubble Poppy richtig kacke finden. Aber bei Sarah ist mir das extrem aufgefallen. Du schreibst auf ein Schild Gefahr und auf das andere Kuchen. Und sie entscheidet sich für Gefahr. So ist Sarah. Es macht sie einerseits auch irgendwie liebenswert, aber ja.
Mich hat es hin und wieder genervt, aber es war einfach schön, nochmal in diese Welt Solis und Kasadonien einzutauchen. Dass das für mich zweitrangig war. Es war schön, die Vorfahren der Charaktere aus der Blood and Ash-Reihe zu sehen. Es war schön, nochmal das ganze Feeling von From Blood and Ash nochmal zu erleben. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das Prequel wird ja natürlich auch nicht bei einem Band bleiben. Ich glaube, bei From Blood and Ash kommt jetzt der vierte. Und hier gibt es schon den zweiten auf Englisch, aber der ist aktuell noch nicht übersetzt. Ich glaube, der kam 2022, ist aber noch nicht übersetzt. Also es wird wahrscheinlich schätzungsweise noch bis nächstes Jahr dauern, bis wir den zweiten Band hiervon in Händen halten werden. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat aus dem Monat Januar. Er ist jetzt doch arg lang geworden, deshalb höre ich jetzt auf zu babbeln und erzähle euch gar nicht mehr so viel. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Lesemonat ausgefallen ist. Gab es Flops, gab es Highlights, gab es ein gutes Mittelfeld. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, hoffe, ihr genießt ihn und hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!